diesem Alltag entrückt und auf Sockel gestellt, die Führer von Partei und Staat. Sie lassen sich feiern und predigen Siege. Die unbestreitbaren, aber pragmatisch erreichten Fortschritte umwickeln sie mit pathetischen Formeln. Keine noch so banale Neuerung ohne Beschwörung des Bruderbundes mit der ruhmreichen Sowjetunion und der Überlegenheit des sozialistischen Lagers. Solche Überhöhungen gehen auf Kosten der Glaubwürdigkeit. Sie dienen der Selbstermutigung und der Verteidigung des Systems vor dem Klassenfeind. Gewerkschaftschef Harry Tisch. Der Sozialismus hat mit der Errichtung unserer Arbeit- und Bauernmacht vor nahezu 30 Jahren auch auf deutschem Boden seinen Siegeszug angetreten. Es gibt niemanden, der diese geschichtliche Tatsache rückgängig machen kann. 1. Mai in Ost-Berlin. Die aufmarschierten Massen bekennen sich zu neuen Verpflichtungen der Überplanerfüllung. Versprechen der Führung weitere Produktionssiege der Arbeitsbrigaden, feiern letzte Errungenschaften wie Arbeitszeitverkürzung, verbesserte Sozialversicherung, erhöhtes Krankengeld. Und wie zum Dank lassen die obersten Führungskader ihre Abbilder auf Händen an sich vorübertragen. Panzerketten rasseln am 1. Mai seit 2 Jahren nicht mehr. Dafür demonstrieren die paramilitärischen Kampfgruppen der Arbeiterklasse, früher Betriebskampfgruppen, Schlagkraft der bewaffneten Verbände. Kampfgruppen der Arbeiterklasse, über 400.000 Mann, mehr als doppelt so viel wie die nationale Volksarmee. Freizeitsoldaten mit der Basis in den Betrieben. Jeder 132 Stunden Grundausbildung, ausgerüstet mit Waffen bis zu Granatwerfern und Packeschützen. Die Kampfgruppen unserer Hauptstadt, sie leben hoch, hoch, hoch! Die Kampfgruppen sind trainiert für Landesverteidigung und Niederwerfung von Aufständen. Die Grundformel ihres Kampfauftrages lautet: Schutz der Errungenschaften der Deutschen Demokratischen Republik.